Ich hatte jedoch die Gelegenheit, mit Dr. Kim Williams zu sprechen. Das amerikanische College für Kardiologie hat 47.000 Mitglieder. Wir möchten Herzerkrankungen reduzieren und das Leben der Patienten verbessern. Und wenn man sich die Rate von Bluthochdruck, Diabetes und Sterblichkeit bei Männern ansieht, reduziert sich die Rate tatsächlich, je strenger sie Tierprodukte einschränken. Und was ist mit Fisch? Fisch ist etwas anderes. Sie haben die vier Sorgen: PCB, Quecksilber, gesättigtes Fett und Cholesterin. Und Cholesterin ist überall. Meeresthunfisch hat etwas weniger als ein Glas Milch, im Gegensatz zu Lachs oder Buntbarsch, die mehr als ein Schweinekotelett haben. Wenn Sie sich Fisch anschauen, ist er wie ein Quecksilberschwamm. Deshalb warnt man in vielen Teilen des Landes, nicht zu viel Fisch zu essen, weil sie so viel Quecksilber haben und sie das töten könnte. Fische werden von größeren Fischen gefressen. Im Fischfleisch reichern sich Pestizide und Herbizide an. Und diese großen Fische, einschließlich Lachs, den die Leute für gesund halten, hat eine Menge an Pestiziden und Herbiziden. Und die haben östrogene und krebsfördernde Substanzen in sich. Sie werden fragen, haben Sardinen nicht weniger giftige Substanzen als andere? Etwas, das weniger giftig ist, macht es nicht gesund. Es macht es nur weniger giftig. Zuchtfisch ist keineswegs gesünder. Sie bekommen genau wie Hühner und Puten, die in Gefangenschaft gehalten werden, Pilzinfektionen und bakterielle Infektionen. Sie müssen ihnen Antimykotika und Antibiotika geben, und diese Stoffe sammeln sich ebenfalls im Fischfleisch an. Umweltverschmutzung ist schlecht für die Gesundheit, aber mir war nicht klar, wie schlecht sie für unsere Nahrung ist. Dioxine, die giftigsten Chemikalien, die der Mensch erschaffen hat, verursachen allerlei Schäden. Sie verursachen Endometriose, sie verursachen Krebs und Drüsenerkrankungen. 93% der Dioxine, die wir verzehren, stecken in Fleisch- und Milchprodukten. Sie könnten neben einer Kadaververbrennungsanlage leben und die Gifte einatmen, aber es würde 14 Jahre dauern, um so viel Dioxin einzuatmen, wie eine Kuh an einem Tag zu sich nimmt, indem sie Gras von verseuchten Böden frisst. Das Dioxin sammelt sich in Fett an. Und jeder, der Fleisch oder Milchprodukte isst, bekommt diese Dosis an Dioxin. Männer können Dioxine nicht ausscheiden, Frauen nur, indem sie ein Baby bekommen. Entweder das Dioxin geht in die Plazenta oder es wird über die Muttermilch auf den Embryo übertragen. Wenn die Mutter sich also mit Fleisch- und Milchprodukten ernährt, während sie stillt, werden Toxine wie Quecksilber und Dioxin direkt an das Baby weitergereicht.